Herzlich willkommen zu einem neuen Videotutorial bei tutova.de. Unser großes Thema ist heute Geld verdienen mit Google AdSense. Zuerst müssen wir einmal unterscheiden zwischen Google AdSense und Google AdWords. Letzteres ist für diejenigen gedacht, die selber Anzeigen erstellen möchten und auch entsprechend Geld dafür bezahlen. Wir möchten allerdings eher Geld verdienen und entscheiden uns deshalb für Google AdSense. Zuerst müssen Sie sich bei Google AdSense registrieren. Das ist relativ einfach. Sie geben Ihre Daten an und auch Ihre Bankverbindung. Bevor Sie freigeschaltet werden, erhalten Sie auf Ihr Bankkonto einen kleinen Centbetrag. Den müssen Sie hier bestätigen und das dient der Verifizierung. Dann müssen Sie als nächstes eine Anzeige erstellen und auch einbinden. Allerdings wird vor der endgültigen Freischaltung noch keine Werbung angezeigt, sondern nur eine gefüllte Fläche. Aber sobald die Freischaltung abgeschlossen ist, ist die Werbung online und das Geldverdienen kann theoretisch losgehen. Auf unserer Internetseite haben wir zwei Arten von Werbung. Einmal auf der Sidebar, dieser schöne Banner, und einmal unter dem Artikel ebenfalls an. Sie können verschiedene Anzeigen erstellen. Die Anzeige in der Sidebar hat die Maße 160 x 600, also 160 Pixel breit und 600 Pixel hoch. Es gibt verschiedene Anzeigentypen, einmal Textanzeigen, Text-Image und Rich-Media-Anzeigen und nur Image- und Rich-Media-Anzeigen. Wir haben uns nur für Textanzeigen entschieden, weil der Internetnutzer in den vergangenen Jahren relativ resistent gegen lustige Bildchen und bunte Banner geworden ist. Beim Anzeigendesign haben wir es so eingestellt, dass unsere Anzeigen unauffällig sind und so aussehen, als würden sie ganz normal zum Text gehören. Sprich, wir haben sie komplett schwarz gelassen auf weißem Hintergrund. Das hat den Grund, dass die Werbung nicht sofort als solche zu erkennen ist, sondern aussieht, als wäre da noch Inhalt vorhanden. Sobald Sie Ihre Anzeige erstellt haben, können Sie hier auf Code abrufen gehen und Sie erhalten hier den Code und den können Sie an die entsprechende Stelle einfügen. Für WordPress gibt es diverse Plugins, da müssen Sie nur noch den Code reinkopieren und die Stelle aussuchen, wo dieser erscheinen soll. Bei Google AdSense ist es so, dass nicht für jede Einblendung bezahlt wird, sondern lediglich für einen Klick. Das heißt, Sie erhalten, sobald ein Website-Besucher auf eine Ihrer Anzeigen klickt, Geld. In der Regel sind es pro Klick zwischen 20 und 70 Cent. Und das kann je nach Keyword unterschiedlich ausfallen. Es besteht zudem die Möglichkeit, auch bei YouTube Werbung zu schalten. Das heißt, haben Sie Ihre eigenen Videos erstellt oder möchten Ihre Videos bewerben? Das können Sie hier tun. Wichtig ist nur, dass Sie der Rechteinhaber sind und dass es wirklich Ihre eigenen Videos sind. Dafür gehen wir einfach auf Kanaleinstellungen, Monetarisierung und hier können Sie, bei uns ist das schon der Fall gewesen, Ihr YouTube-Konto mit Google AdSense verknüpfen. Sprich, auf Ihren Videos wird Werbung eingeblendet und auch sobald da Klicks erfolgen, verdienen Sie Geld. Sie können auszahlen lassen, sobald 70 Euro erreicht sind oder der Monat rum ist. Das heißt, alles unter 70 Euro wird nicht ausgezahlt. Falls jetzt jemand denken sollte, gut, ich klicke jeden Tag 100 Mal selber auf meine Werbeanzeigen und muss dafür nicht mehr arbeiten gehen. Kleiner Tipp, lassen Sie es. Google merkt sowas und Ihr Konto könnte schneller gesperrt sein, als Sie gucken können. Wie merkt Google sowas? Ganz einfach. Für diejenigen, die schon Google Analytics nutzen, da kann man jede Menge Einzelheiten über den Webseitenbesucher herausfinden. Und es ist natürlich unrealistisch, dass jemand ihre Internetseite eingibt, sich 2 Sekunden auf der Seite aufhält und direkt auf Werbung klickt und wieder verschwindet. Solche Daten wertet Google aus
und sie kriegen dafür kein Geld. Sollten von einer IP-Adresse jeden Tag 10 bis 20 Klicks kommen, im kurzen Zeitraum, das ist völlig unrealistisch und ihr Konto wird wahrscheinlich gesperrt werden. Wenn ihr Konto gesperrt ist, haben sie keine Möglichkeit mehr, über Google AdSense Geld zu verdienen, sondern müssen einen anderen Anbieter nehmen und das wäre doch schade. Wir haben hier in den letzten 7 Tagen 27.000 Seitenaufrufe und 12 Klicks erhalten. Das entsprechen 0,04%. Das ist sehr wenig. Im Regelfall ist ein realistischer Wert 1%. Alles über 10% ist nicht mehr glaubwürdig und auch da kann es Probleme mit Google geben. Ja, ein weiteres Problem sind die heutigen Werbeblocker. Viele Webseitenbetreiber haben Probleme damit, dass die Werbung nicht mehr angezeigt wird. Warum? Ganz einfach. Der Nutzer hat zumindest 50% heutzutage leider einen Werbeblocker aktiviert. In den meisten Fällen ist es Adblock. Das heißt, ist Adblock aktiviert, wird keine Werbung mehr eingeblendet, sondern das Kästchen hier bleibt leider weiß und wir können kein Geld verdienen. Der Hintergrund ist wahrscheinlich der, dass in jüngster Vergangenheit viele Webseitenbetreiber es leider übertrieben haben und Layer eingeblendet haben, wo automatische Videos abgespielt werden und andere völlig nervige Dinge. Darunter müssen jetzt leider alle leiden, auch wenn wir relativ harmlose Werbung eingeblendet haben. Keine Pop-ups oder sonstiges, sondern nur kleine Werbeanzeigen. Wie man das Ganze umgehen kann, leider momentan noch nicht wirklich. Es besteht die Möglichkeit, mit einem kleinen Skript bei aktiviertem Werbeblocker ein Fenster einzublenden, der zum Beispiel lautet: Werbeblocker entdeckt, seien Sie doch so freundlich und unterstützen Sie uns, indem Sie Werbeanzeigen anzeigen lassen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Besucher extra deswegen seinen Werbeblocker deaktiviert, ist mehr als gering, es lohnt sich nicht und es wirkt abschreckend. Es besteht zudem die Möglichkeit, bei aktiviertem Werbeblocker anstatt des leeren Fensters ein Bild einzublenden. Sprich, kommt ein Besucher mit aktiviertem Werbeblocker auf Ihre Internetseite, wird normalerweise keine Werbung eingeblendet, sondern das Fenster bleibt leer. Das Skript sorgt dafür, dass anstatt des leeren Fensters ein Bildchen angezeigt wird, der auf den deaktivierten Werbeblocker hinweist und ebenfalls darum bittet, diesen zu deaktivieren. Diese Methode finde ich ansprechender als ein Fenster und eine abgedunkelte Seite im Hintergrund. Und ob es tatsächlich was bringt, eher nicht. Ich denke, die Anzahl wird in naher Zukunft auch noch steigen. Irgendwann werden Adblocker von Haus aus mit ausgeliefert und der Webseitenbetreiber muss sich um andere Einnahmequellen bemühen. Ja, das war ein kleiner Einblick in Google AdSense. Sollten Sie sich auch für Google AdSense entscheiden, macht es Sinn, sich darüber noch ein wenig zu informieren und die Werbung überlegt zu platzieren. Auf einer geöffneten Seite können maximal 3 Werbeanzeigen eingeblendet werden. Wir haben 2, einmal hier unten und einmal in der Seite. Es macht keinen Sinn, direkt oben neben dem Logo große Werbeanzeigen zu schalten. Da wird wahrscheinlich weniger drauf geklickt, sondern es ist relativ schöner, wenn man die mitten im Geschehen unterbringt und vielleicht sogar den einen oder anderen unbeabsichtigten Klick einzukassieren. Und auch das ist von Google nicht gerne gesehen, aber bis jetzt sind da noch keine Folgeschäden bekannt. Dieses Tutorial wird es auch nochmal in Textform auf unserer Seite tutova.de geben. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick erhalten von Google AdSense.
Im Grunde genommen ist es wirklich nicht schwer und eine gute Möglichkeit, um zumindest die Serverkosten rauszuhaben und kein Minus zu machen bei der eigenen Internetseite. Reich wird man davon höchstwahrscheinlich nicht, aber die Fixkosten werden gedeckt.